Ja, hallo Freunde, neue Folge von Kühnes Kochkanal. Wir haben lange nichts im Dutch Oven gemacht, holen wir heute nach. Es gibt ein leckeres Süppchen und zwar eine Bacon-Käsesuppe. Schaut's euch an, viel Spaß! So Freunde, und hier sind die Zutaten für unser Bacon-Käsesüppchen. 500 Gramm Bacon, dann haben wir geriebenen Cheddar. Mal gucken, ob wir damit auskommen. Die genauen Mengenangaben für alles gibt es natürlich wie immer in der Infobox. Dann haben wir eine Stange Porree, die habe ich schon klein gemacht. Saisonbedingt kleine grüne Spargelstücke. Ein Gläschen Weißwein. Circa 1 Liter Gemüsebrühe. Kochsahne. Und dann brauchen wir noch zum Würzen ein bisschen einen halben Teelöffel jeweils vom Chili-Pulver und von der gesmokten Paprika. 2 Teelöffel Mehl. Esslöffel waren es. Okay, 2 Esslöffel Mehl und 2 Esslöffel Butter. Ja, das sollte es gewesen sein. Und jetzt gehen wir raus an den Dutch Ofen. So, Freunde, raus auf der Terrasse und jetzt wird der Bacon schön knusprig angebraten. Der Dutch hat schön Temperatur aufgenommen. Ja, und wenn wir damit durch sind, melden wir uns dann selber schnell wieder. So, als nächstes kommt jetzt der Porree dazu. Rauskriegen. So. Das vermengen wir miteinander. Na, ein bisschen daneben gegangen. Ist nicht Ja. schlimm. Aber ich brauche den Handschuh. Eben, weil Deckel zu, damit es ein bisschen schmoren kann. Ja, hat die Anne gesagt. Deckel geht zu. Zack. So, Freunde, nach 10 Minuten kommt unsere Butter ins Spiel. Schon ein bisschen weich geworden. Macht nichts, sie soll ja flüssig werden jetzt hier im Dutch. Ja. Denke mal, wir haben jetzt so gut wie alles ausgekratzt. So, lass ein bisschen zerlaufen und dann. Ja, die Butter lassen wir jetzt ein bisschen zerlaufen. Hat die Anne ja schon gesagt, ist okay. So. So, jetzt das Kommando. Jetzt darf das Mehl rein. Das Kommando. So. Und da rühren. Und dann darfst du mit Weißwein ablöschen. Ich glaube, dann nehmen wir nicht das ganze Glas, ne? Meinst du nicht? Ich denke, kannst das ganze lassen. Das lassen wir mal ein bisschen einreduzieren und dann mach. Gieß einfach. Gieß einfach, sagt sie. Ach So, Gott. der gute Weißwein drinne. Genau. Malst du noch mal kurz den Deckel drauf? Nicht, dass uns das Ganze ansetzt. Ja, 5 Minuten Deckel drauf, komm. Und zack. Und nach 5 Minuten melden wir uns wieder. So, ihr Lieben, jetzt wird gewürzt. Das gesmokte Paprikapulver, das Chili-Pulver. Jeweils 1/2 Teelöffel. Jawohl. Riecht schon fantastisch. Ja, das stimmt. Und ich denke, jetzt kannst du auch mit Brühe aufgießen, aber mach erst mal 1/2 Liter. Denke ich auch. Ist was umgefallen. So. Ja.
Meinst du, das reicht? Ach, komm rein. Komm rein. So viel der Spargel kommt ja auch noch. Eben. Den kannst du jetzt dazugeben. So. Auch unser Spargel mit zu. Einmal gut umrühren. Okay, und nicht überschwappen andauernd. Und vor allen Dingen nicht vergessen, den Handschuh anzuziehen. Genau, so, Deckel wieder zu und ich denke, das Ganze kann 20 Minuten mindestens kochen. So, jetzt geben wir die Kochsahne dazu. Einmal kurz durchrühren. Jo, rühr nicht zu lange, gib den Käse jetzt dazu und dann kannst du rühren. Genau. Erstmal die ganze Packung, denke ich mal, ne? Ja, die mach rein. Und wenn wir noch was brauchen? Ich denke, das sollte reichen, eine Packung. Wir haben Nachschub. Ich weiß, dass wir Nachschub haben. Ich denke noch mal 10 Minuten und dann sollte es eigentlich der Käse zerlaufen sein und die Suppe sollte servierfähig sein. Das denke ich auch. So, Freunde, ich denke, wir sind durch. Kühles Kochkanal wünscht guten Appetit. Es riecht auf jeden Fall schon super. Oh ja, ich bin gespannt. Ich auch. Dann bis gleich beim Tellerbild. Ja, kurzes Fazit. Eine leckere Angelegenheit. Die alle fanden es ein bisschen pikant. Ich fand es gerade richtig. Wer nicht so auf pikant steht, lässt einfach das Chili-Pulver weg. Ansonsten eignet sich diese Suppe auch als schöne Partysuppe. Könnt ihr ja auch im Topf machen, muss ja nicht im Dutch Oven sein. Also eigentlich ist eine total leckere Sache. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst Daumen hoch da, netten Kommentar. Über jedes Abo freuen wir uns. Könnt ihr immer unten rechts machen. Und noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Tschüss!